Schleichend rein und stellt plötzlich fest, ups, ich bin Alkoholiker. Das meine ich so, wie ich sage. Ich habe selber, natürlich bringe ich in die Gruppen mein eigenes Leben mit ein. Ich bringe meine Vergangenheit, ich bringe meine Gegenwart ein. Wir wollen den Menschen klar machen, geht nach vorne, packt euer Leben mit Selbstbewusstsein an und dann habt ihr auch eine Chance, suchtfrei euch ein anderes, aber sicherlich schöneres Leben aufzubauen. Wir erleben es doch immer wieder in den Gruppen ganz am Anfang. Nein, ich kann zu Hause, wenn ich eine Feier habe, muss ich den Menschen, die kommen, Alkohol anbieten. Was für eine Angst steckt denn dahinter? Ich war viele Jahre in einem Selbsthilfeverein, habe dort die Gruppen moderiert und ich habe festgestellt, dass wir in unseren Gruppen ein anderes Selbstwertverständnis für Selbsthilfe hatten. Und da wir dieses in dem Verein nicht ausleben konnten, haben wir dann gesagt, wir gründen jetzt Return, wir machen unsere eigene Selbsthilfe. Und dann haben wir Leute ausgebildet bei uns im Verein zu Suchtkrankenhelfern. Alle unsere Moderatoren von Selbsthilfegruppen sind ausgebildete Suchtkrankenhelfer. Und so sind aus den 2 Selbsthilfegruppen, heute sind es 11. Man merkt, ich lächle, wenn ich an den Wolfgang denke, weil er insbesondere eben auch mir sehr geholfen hat. Und ich denke, jeder, der jetzt draußen steht und der sich hier reinsetzen würde, würde dasselbe sagen. Würde mit einem Lächeln ja, irgendwas über Wolfgang erzählen. Denn Sucht ist schon schlimm genug und trotzdem noch über Dinge lachen zu können und mit ihm über Dinge lachen zu können, das ist auch eins seiner Vorteile.